Jo, da sind wir auch schon wieder zurück bei Genshin Impact. Immer noch in Mondstadt, aber hier werden wir nicht ewig bleiben. Nein, nein, wir haben noch einen weiteren Legendenauftrag vor uns. Und zwar Historia Antiqua. Der Legendenauftrag von Song Li. Oder Rex Lapis. Oder Sephiroth. Was? Soll ich denn da hingehen? Ach so, ja klar. Ist ja logisch. Moment. Wo ist denn der beste Ort dafür, um da... Ich glaube von hier aus. Und dann einmal über die... Dingens rüber jumpen. So. Ihr fragt euch vielleicht manchmal, zumindest die Leute, die bei YouTube zugucken, warum eigentlich immer die Sephiroth. Das kommt von meinem Kingdom Hearts Spiel. Und da habe ich mir so ein paar kleine Malheurs erlaubt mit dem guten Optional Boss Sephiroth. Mir ist natürlich bewusst, dass der aus Final Fantasy 7 kommt. Ja, also ich bin nicht ganz so, wie heißt es, unkultiviert, ja. Wie ich mich vielleicht manchmal geben mag. Und... Ja, wir haben uns da ziemlich lange für beäumelt, deswegen gibt es jetzt den Sephiroth Battlecry, also mein Sephiroth Battlecry, als Reward für Kanalpunkte. Und der gute Alex nutzt den sehr gerne mal, während er so im Stream daher lurkt. Der olle Lurker. Ja, also, Song Li ist unsere nächste Anlaufstelle. Ich glaube, wir hätten es uns vielleicht sicherlich irgendwie auch einfacher machen können. Aber irgendwie fand ich es doch ganz sinnvoll, hier rüber zu jumpsen. Aber das ist nicht Beidous Schiff. Nee, das ist nicht Beidous Schiff. Beidous Schiff hat man da gerade kurz im Hintergrund gesehen. So. Ich glaube, ja, von hier aus könnten wir den Sprung wagen. Da hinten, da bei den Inseln, das ist Beidous Schiff, das ist irgendein anderes Schiff. Und ich bin mal gespannt, wie dieser Auftrag sein wird, was uns erwarten wird. Denn Rex Lapis ist ein sehr komischer Kauz. Irgendwie ganz lustig, aber auch irgendwie sehr... sehr seltsam. Und der Alex möchte noch den Slaughter Mode ausprobieren. Ihr habt es sicherlich auch schon öfter mitbekommen, dass ich gelegentlich auch mal mein Aussehen ändern kann, wie zum Beispiel... Moment. Hat's geklappt? So zum Beispiel. Das ist der Slaughter Mode. Auch den gibt es für Kanalpunkte. Könnt ihr gerne machen. Dann sehe ich für einen kurzen Augenblick einfach mal ein bisschen dicker aus. Das bist du auch. Was? Oh, ich bin nur hier, um mich umzuschauen. Naja, insofern bist du nicht anders als jeder andere Gast. Jeder kommt nur, um sich umzuschauen. Dann gefällt es ihnen, was sie sehen, und sie bleiben ein wenig länger. Ehe du dich versiehst, können sie sich nicht mehr wegschleppen. Trotz der Stehgreifmittel, mit denen du hierher gekommen bist, bist du ein sehr geschätzter Gast von weit her. Und wir heißen dich wie jeden anderen willkommen. Es würde einfach schlechte Manieren zeigen, dich vor die Tür zu setzen, wenn du gerade erst angekommen bist. Aber wir können dich nicht gegen die Regeln verstoßen lassen, verstehst du? Sonst muss ich mich vor dem Chef verantworten. Welche Regeln? Eine einfache und eindeutige Regel. Gäste sind hier nur mit Einladung erlaubt.
Die Mehrzahl derer, die sich trotz der Regel einschleichen, sind Kleinkriminelle mit dubiosen Ansichten. Keine Sorge, ich bin mir wohl bewusst, dass du dich aus Versehen eingeschlichen hast, ohne die Regeln zu kennen. Du bist kein Krimineller. Alle Gäste hier sind auf Einladung anwesend. Nach der Regel des Chefs haben sie das Recht, auch andere Gäste einzuladen. Wenn du planst, öfter mal vorbeizukommen, solltest du dich am besten unter die Gäste mischen und sehen, ob du einen von ihnen überreden kannst, dir einen Einladungsbrief zu geben. Das klingt nett. Kluger Tipp, ich mag deinen Stil. Gut, ich werde hier warten. Aha. Ja, sicher, das kriegen wir hin. Wir haben da einen, der uns sicherlich einen schreiben wird. Der Typ, der hier sitzt. Oh, I didn't think I would see you here. Are these two your friends? Yes, we had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? Oh, das ist sehr gut, weil Song Lee ist der, der natürlich am meisten über Rex Lapis reden kann. This good sir seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. Oh, die allmächtigen Herren von Geo nicht anerkennen. Der Joke bei der ganzen Nummer ist halt eben, dass Song Lee Rex Lapis ist. Das musste ich jetzt einfach sagen, also der Gott, das ist eine Gottheit, also die Gottheit von Liebe sozusagen, ist Rex Lapis und Song Lee ist Rex Lapis. Und das wissen die natürlich, weil er gibt sich natürlich nicht zu erkennen. Wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet und nur zufällig hier seid, dann spult doch nochmal so irgendwie 100 Folgen zurück. Da wird dann irgendwo auch die Geschichte über Rex Lapis stattfinden. Das ist hier, Kapitel 1, Akt 3 oder so gewesen sein, wo es um die Geschichte von Rex Lapis ging. Wie dem auch sei. Oder 2? Akt 2, glaube ich, war das. Akt 1 war Mondstadt, Akt 2 könnte es... Egal. Guckt einfach mal nach. Akt 1 oder 2 oder 3. Irgendwie so. Allwissend bin ich auch nicht. Auf jeden Fall, der kann eine gute Story über Rex Lapis erzählen. Das könnt ihr mir glauben. Keiner weiß es besser als er. We are discussing the whereabouts of the first Mora. The first Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Teyvat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. No, no, no. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. A dagger and a sword? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue. And the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. Also auch wenn diese komischen Gestalten Archäologen sind, scheinen sie doch sehr viel Fantasie zu besitzen. Ich glaube, gar nichts davon ist richtig. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first.
But mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all mora, I suspect. It was simply spent somewhere. I think that Mr. Hanshu's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? Keiner weiß es besser als er. I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? Es ist, als erzählst du die Geschichte von jemand anderem. I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Oh, für eine gute Geschichte bin ich immer hier. Of course. They can come if that's what pleases you, sir. Let's go. Was für ein kurzer, wunderschöner Name, Salfrore. Wie denn jetzt? Ach, da oben. Das sah so aus, als ob der Questpunkt im Wasser steht und ich so, was? What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. Das ist echt hart. Ja, weil Rex Lapis hat mit seinen, wie heißen sie gleich? Followern. Ja, ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall den ein oder anderen Gott zur Strecke gebracht. Jetzt wissen wir auch den Grund. Verträge gebrochen. Okay, meinetwegen. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the God of Salt. The God of Salt, Havria, was a very kind god. But she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. What? No way! This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. Zhongli sieht verlegen aus. Das klingt so, als ob da irgendwie mal was. Das klingt so wie eine kleine Liebesgeschichte. No, it's just. Where should I begin? Und da kommt Over der Fatui. Mr. Zhongli,
I've been looking for you. Ah, so you're over here all this time. Was willst du? Spuck es aus. Sonst schmeiß ich dich von Bord. Und ich hoffe, dass du nicht schwimmen kannst. Atui sind hier überhaupt nicht gern gesehen. Also zumindest nicht von mir. Put down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the Millilith. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. Das sagen sie alle. Do we say that every time? Was Paimon sagt. This time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. I heard that Wang Sheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li, with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wang Sheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhang Li as my own consultant while I'm in town. So you mean to say that this is work for the Wang Sheng Funeral Parlor, yes? Okay, stimmt, das hab ich noch vergessen. Song Li ist natürlich Besitzer eines Bestattungsunternehmens. Warum auch nicht? Ah, na gut, was sollen wir tun? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. Ich habe keinen Plan von Archäologie. This experience may be of help to you on your future adventures. It is a story from before the rise of the Seven. Although the God of Salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. Ja, und? But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Oh? What talent? Töten. If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Hey, Paimon's good at that too! Well, that is quite enticing. All right then. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. Ja, das, morgen, das muss man nochmal kurz erklären. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the God's limb would be even better. Who knows what surprises we may find. Also es gibt da zwei. Es gibt, die Göttin des Salzes und den Gott des Salzes. Die eine ist getötet worden, der andere bin ich. Ist doch voll logisch. Also nein, die Aya ist es definitiv nicht. Die hat einen viel zu geringen Salzpegel. Sie ist eher so die Göttin des Zuckers oder irgendwie sowas. Oder der, naja, eigentlich die Göttin der Lalafell. Also sie sammelt ja die Seelen von Lalafells. Vielleicht, sie ist sozusagen der Mandos. Der Lalafell. Ja, für die Leute, die deep into Herr der Ringe sind. This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Huh? Paimon thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all. And I don't even know where to begin looking here. Guyun Stone Forest is actually the perfect place to be if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the Overlord of the Vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains.
The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies in research at Guyan Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the Overlord of the Vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. Rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Da sehen wir schon wieder, was die Fatui eigentlich im Kopf haben. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. Ja, perfekt. Ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Das machen wir, aber erstmal klatschen wir die hier nieder. Und eine ganz wichtige. Ah, oh, fuck, ich war eingefroren. Jetzt reicht's mir hier. Du bist Nummer 1. Ganz, ganz wichtig, Lalafeld sind in erster Linie keine Fußbälle, sondern Kartoffeln. Wir haben auch so diese Kartoffelsackform. Und fort mit euch. Das ist auch ganz gut so, weil man Lalafeld nämlich einfach so am Schopf packen kann. Sich dann so über die Schulter schwingt. Und dann war es das auch schon. Kann man halt eben. Also die haben halt eben schon so eine richtig gute Form. Die kann man auch als Sack benutzen, zur Not. Also wenn man sie vorher aushüllt und so. Oh, das sieht doch gut aus. Hier ist irgendwas. Dämmerfrucht. Waren hier noch? Noch mehr Zeugs. Okay, ich sehe hier eine Kiste. Kiste ist immer gut. Die muss neu sein. Was war das denn gerade? Irgendwas hat meinen Angriff unterbrochen. Swift and merciful. Na los, greift an. Geht doch. Und einmal auf Noel wechseln, um noch ein bisschen Lebenspunkte zu holen. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den Feuerfuzzi hier drüben. Hab's gehört, dass er auf mich zugerannt kommt. So. Schön, 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 schön. Und jetzt kümmere ich mich um dich. Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated. Toll. Its remnants still affect the area to this day. Das ist wahr, man kann Lalafels auch sehr, sehr gut grillen. Aber vergesst nicht,
beim Grillen von Lalafeld gehört auch immer ein Mogri dazu. Denn Mogri schmecken bekannterweise nach Marshmallows. Ja. Dementsprechend solltest du deine Nachspeise immer ein Mogri mitnehmen. So, weg mit deinem doofen Schild. Das nervt nämlich. Komm, mach doch mal was Nützliches. Blöder Gegner. Sterben ist auch nützlich. Okay. So, wir wollen die nächste Kiste suchen. Wo ist die denn? Wird da hinten angezeigt. Okay. Über da. Dass ich die hier platt mache, ist eigentlich gar nicht so notwendig. Aber ich denke mal, wir werden bald wieder ein dann Abenteurerrang steigen und sobald das der Fall ist, wäre es nicht verkehrt, noch mal ein bisschen Sachen gesammelt zu haben. Auch hier Chorlapis darf man nicht vergessen. Was bist du hier? Ah! Okay, das, der grobe Sack war das, was wir brauchten. Müssen wir da rüber. Eher hoch oder eher runter? Okay, eher auf die andere Seite scheinbar. So, die Blobs, die brauchen wir nicht. Die sind ziemlich uninteressant. Oh. Oh oh. Gar nicht geil. I have a contract and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them. And recover the relic. Aber zum Glück haben wir ja Eis dabei. Und mit Eis können wir nämlich richtig schöne Sachen machen. Hey, Tommy! Endlich bist du auch mal wieder da. Warst mal zwischenzeitlich kurz angezeigt, aber dann warst du irgendwie wieder weg. Yikes. So, noch mehr? Oh, weg! Oh, Glück gehabt. Oh, hier sind noch... Hier sind noch diese Seesterne. Die sollten wir einsammeln, weil die brauchen wir, um Tagliatelle aufzuleveln. Alter, hat Beto viel Schaden kassiert. So ein Mist. Moment. Nehmen wir noch eben schnell hier... Das Ding mit Sternmuschel... Oh, wow! Ganz viel Kristallzeugs. Gib mir das. Ach, beim Tischtennis warst du auch noch. Du hast noch ein... Warte, du hast ein Real Life? Was geht denn da falsch? Call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? Hey, schrei dir mal nicht an, du Lappen. We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. Oh, stop arguing. What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her.
She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. I've just been researching the God of Salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? Oh, das klingt echt gut. And you? You kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? I mean, isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. This stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Quick, give it to me! At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power on it? Not at all. My quest to uncover the history of the God of Salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you? You're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense. I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear. If I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Song Li, bitte sehr. Tu, was du nicht leisten kannst. Genau, nein, du versuchst die Stärke der Götter zu sammeln. Das ist alles, was ihr Fatui tut. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh, why's that? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the Qixing... Ah, I see. What a shame. It was of such high quality, too. See? You do want to sell these objects! But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so simple-minded. All right, then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the God of Salt, too, actually. Let's go to Sal Tarai next. Genau da düsen wir jetzt hin. Wobei, nicht jetzt, sondern gleich. Also